Hallo Leute, hier ist euer Soul für uns den vierten Part von Need for Speed. Wir machen weiter. So, ah, noch ein Anruf. Okay, das hat mir gefallen. Ich lege noch einen drauf mit einem Zeitfahren. Freue mich über Gesellschaft. Sehen wir uns später? Okay, bye. Armenio ruft an. Tja, man hat ein bisschen Ärger und Spike. Was war das denn? Du musst dein Bestes geben. Du kennst doch noch Bryn von Royal Park, oder? Egal. Er will ein ordentliches Rennduell. Also leg los. Bis später. Okay, dann mal. So, ah, noch was für die Amy jetzt. Meine Menü ist auch noch. Die Cops sind immer noch hier. Geht mir echt auf den Sack. Keine Ahnung, ob ich schaffe. Sorry, Bro. Du wirst alleine driften müssen. Ich muss weg. Bis später. Naja, kein Ding. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Ah, nochmal ein Anruf. Wir müssen ein paar Sekunden warten und dann sind wir wieder in Freimodus. Oh Mann, ey. Oh Mann. Dann machen wir gerade mal die Karte auf. Und machen mal eine Mission mit Spike. Das Spiel ist hammergeil, muss man sagen. Ich muss auch mal gucken, was ich für ein Auto kaufe und mal schauen. Oh Mann, ey. Turbojagd. So, okay, gehen. Ich kann seinen Namen nicht lesen. Ah, Brian. Also nicht Brian mit ein, sondern Y. Oder Brian, oder ach, keine Ahnung. Wow, der fährt ein Skyline, ist mir gerade erst aufgefallen. Lol. So einen Wagen würde ich auch gerne haben. Wow. Ich habe eigentlich normalerweise gar keine Chance, aber... Huh. Es kann so viel passieren in der Zeit. Vielleicht kriegen wir ihn noch. Das wäre cool.
Okay, wir haben ihn. Er ist einfach. So. Was gibt's sowas denn schon? Wir versuchen ein bisschen weit zu kommen und so. Ein bisschen Abwechslung zwischen Amy und Spike und. Wie heißt der eine nochmal? Menu, genau. Oder Amy zum Beispiel ist mir auch gerade eingefallen. Aber echt leichtes Rennen, muss man schon sagen. Ein echt leichtes Rennen. So, geschafft. Anfangstage, okay, cool. Und schon Level 10. Läuft doch. Okay, gut, dann machen wir mal weiter. Wir hatten ein Menü gehabt, Robin. Oder? Nee, warte, wir haben. Man muss ja genau dastehen, wo ich gerade hin muss. Dann machen wir erstmal das hier. Ja, so läuft Zeit, so läuft. Da starten wir gerade mal die Drift. War den Driftversuch in Southport. $3,500, wow. Das ist erst, also viele Punkte so. Und driften. Wir müssen uns erstmal ein Driftauto kaufen, aber richtig. Und schon wieder Verfolgungsjagd. Na super. Aber bisher, wir haben nichts gemacht, wir haben nur ein bisschen gedriftet, ist das schlimm? Und driften. Irgendwie kann ich hier kaum driften. Da kriegen wir schon mehr hin, Leute. Na, 6000 Punkte und noch 3 Checkpoints, aber das kriegen wir schon. Und jetzt haben wir einen Hammer Drift raus. Komm schon nach, paar hundert. Ah Mist, wir haben es nicht bekommen. Ach Mist. Naja.
Kriegen wir schon irgendwie hin, Leute. Ja, ich bin erfolgreich. Hey Mann, ich tauche jetzt mal ab. Vielleicht fahre ich rüber zur Garage oder so. Zu viele Cops sind hinter mir her. Ich rufe dich später an. Zur Karte gehen wir jetzt und wir fahren jetzt mal das Zeitrennen. Ah, Teleport geht schneller. Ja, so läuft's halt. Absolvier die Route, so schnell du kannst, komm halt das Zeitlimit ins Ziel, um zu gewinnen. Dann fangen wir gerade mal an. Ein Minute 44, okay, kriegen wir hin, Leute, das kriegen wir hin. Lieber Windschatten sammeln. Wow, wow. Hab schon viele Need for Speed Teils schon gespielt, aber es ist einer der besten, die ich kenne. Also am meisten mit die Story wieder ist cool. Und das Fahrerlebnis und alles drum und dran. Hat alles hier drin, in einem Spiel gepackt. Das ist echt geil. Noch 5 Checkpoints, wir haben noch 44 Sekunden Zeit. Das heißt, wir müssen uns jetzt bald ein neues Auto kaufen. Und Level 11. Sagen, gehen wir mal lieber zur Garage, wo die auch immer ist. Da muss ich hin teleportieren. Also ich gerade in Zeiten von Amy gerade. Gebraucht. Ich dachte, ein bisschen Inspiration könnte nicht schaden. Yo. Hey. Yo, was geht ab, T? Fantasierennen. Nakai-san gegen Magnus Walker. Wer gewinnt? Komm schon, das ist doch uninteressant. Du brichst mir das Herz, Kleiner. Nein, das ist eine faule Ausrede. Ich fahre gegen Nakai-san, wann ich will. Es sei denn, nun, Magnus fährt ein RWB. Dann ist nämlich Essig. Ah, du lernst dazu. Naja, ich hoffe einfach, dass ich eines Tages einen Wagen bauen kann, der halb so gut ist wie von Nakai-san. Was habe ich dir gesagt? Unser einziges Limit ist die Vorstellung. Apropos Limits. Ich habe mal nachgedacht, was man braucht, um einen Motor so richtig zu tunen. Ich rede von abartiger Power. Ganz simpel. Ein Haufen Kohle und ein Haufen Arbeit, das ist alles. Was mich ärgert, ist, dass wir uns so hängen lassen.
Wir sind nicht hier, um bloß auf Nummer sicher zu gehen. Denk mal nach. Der Ruf, den du für die Kohle brauchst, um so einen Wagen zu bauen. Dafür muss man hart kämpfen. Sorry, Mann. Hab die Stimmung ruiniert. Ja. Dieser Kerl, Mann. Ja, wie gesagt, wir wollten ja ein Auto kaufen. Ah, was ist denn Robin jetzt? Das geht voll ab. Ich kann nicht aufhören. Ein paar Blocks weiter ist schon das nächste Treffen. Wir sehen uns da. Ja, cool. Können das in Skyline kaufen? Was gibt's denn hier noch so für Autos? BMW M3 sieht schon cool aus. Aber ich nehme den Skyline. Aufbau der Flotte. So, dann nehmen wir den mal. Und gehen aus der Garage. Können leider nicht tunen gerade, oder? Aber, naja. Klappt schon irgendwie. Ja, das Spiel ist schon cool. Mein Lieblingswagen. Der Nissan Skyline R34. Und dann testen wir ihn gerade mal auf der Strecke, oder? Wir gehen mal zu Robin, oder? Oder wir gehen zum Spike. Genau, Spike, das machen wir. Ja, was kann man noch sagen? Eigentlich ist halt alles cool. Aber danke, dass ihr mir immer Kommentare gibt und immer einen Daumen nach oben, damit ich auch echt froh darüber, dass ich euch habe. Ah, oh, müssen die drei mehr gar nicht, stimmt ja. Also müssen wir mal gucken, ob wir da mal Nitro mal freischalten. Hey, ich bin an ein paar Typen mit Kohle dran, aber die fahren nicht gegen schlappe Kisten. Also hol reichlich Pferde aus deinem Wagen. Ciao. Wir haben mal schon eins gekauft. Ein Allrad und ein starkes Auto. Ich glaube, mit 350 PS solltest du konkurrenzfähig bleiben, okay? Bye! 350 PS, oha. Stimmt, der Allrad, der hat ja kein Heck, stimmt ja. Also Heck, driften gut halt. Noch ein Checkpoint noch. Ah, schon gewonnen. Oh, das war ja einfach. ...4000 bekommen? Na, oh, okay. Dashcam, okay. Und... fast Level Up, muss man sagen. Fast Level Up.
So, was machen wir mal jetzt? Eine Mission machen wir noch. Für Spears habe ich noch nicht. Wir gehen mal lieber zu unserer Garage und schauen, ob wir was tun können. Wo ist denn jetzt unsere Garage? Ah, da. Jetzt wird erstmal getuned. Und das war es eigentlich nur getuned, mehr nicht. So, da ist es doch. Bisschen Tuning. Warte mal, wie viel wolltet ihr haben? Kaufen wir mal. So, haben wir jetzt ein bisschen gemacht. Auspuff. Geht nicht, alles noch zu teuer und man ist freigeschaltet. So, dann machen wir halt noch ein Rennen halt. Das Sprinträder machen wir noch und dann beende ich dann den Part. Ne, jetzt müssen wir mit Amy sprechen. Komm in die Top 3 mit Spike. Immer kein Nitro. Am Allrad, wow. Okay, ich glaube, du bist bereit für das große Rennen. Diese Schwergewichte sind bereit, wenn du es bist. Viel Glück. So, mal schauen. Okay, schon mal Dritter, schon mal Zweiter und Erster. Läuft doch. Da ist noch ein langer Weg bis zum Ziel, aber wir schauen das schon. Tja, ja. Wow, 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 wow. Mhm.
Dein! Ach Mist, ey, warum muss der genau dahin fahren? Wo ist Spinnen? Hab ja noch genug Zeit, den aufzuholen, also so schlimm ist es ja nicht. Was ist denn der erste? Kann er nicht so weit weg sein. Ah, da! Oha! Ah, wir kriegen ihn noch. Hey, Mann, du warst der Killer da draußen mit Spike. Verreckst du mit deiner Magie? Ich habe ein paar nette Driftstrecken. Denk drüber nach. Okay. Wow, wow, wow. Gewonnen. Und Level 12. So Leute, das war mir Ben im Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst nicht, abonniert und kommentiert und seid beim nächsten Mal von Need for Speed von Soldiers95. Ciao!